Herzlich willkommen, liebe Freunde, zu diesem Video. Heute zeige ich euch, wie wir den Handstand in 5 Minuten lernen können. Let's go! Ich habe, bevor das Video startet, noch einen ganz kurzen Quick-Tipp für euch. Bei den Füßen ist es ja so, dass uns die Ferse davor hindert, einfach so zurückzukippen. Und die haben wir bei der Hand nicht. Das bedeutet, wenn wir auf den Händen stehen wollen, müssen wir uns eher nach vorne lehnen, in Richtung der Finger, um eben diesem Kippen entgegenwirken zu können, weil wir eben hinten keine Ferse haben. Und jetzt geht's weiter mit dem Video. Wir legen unsere Hände auf den Boden, am besten die Finger ein bisschen auseinander, damit wir mehr Druckfläche haben. Wir legen unsere Knie über unsere Ellenbogen. Nicht hier unten, hier geht's nicht, hier rutsche ich weg, sondern über den Ellenbogen und lehnen uns langsam nach vorne. Wem das noch zu gruselig ist, der sollte zuerst mit einem Bein und dann mit dem anderen Bein nachziehen. Austesten, erst mit dem einen, ein bisschen vorkippen. Ich habe hier noch immer meine Füße auf dem Boden und dann springe ich hoch. Das hier sollten wir mindestens 10 Sekunden halten können. Jetzt, wo wir den Froststand geschafft haben, brauchen wir als nächstes eine Wand, gegen die wir springen können. Kontrolliert bitte vorher, ob irgendwelche Nägel oder irgendwas noch in der Wand sind. Wir wollen nämlich keine Toten nach diesem Video haben. Es ist dann wichtig, dass wir unsere Hände in einem Abstand von ungefähr 10 cm vor die Wand stellen und anschließend mit unserem Sprungbein kicken und mit unserem Schwungbein schwingen. Jeder hat ein Bein, auf dem er besser abspringen kann. Guck einfach für dich, was besser geht. Probier beide Seiten aus. Also ich springe links ab und schwinge mit rechts. Guck, dass ihr das Schwungbein kurz vorher schwingt, bevor ihr mit dem Sprungbein zieht. Ihr müsst jetzt absolut noch nicht in den Handstand kommen. Es geht nur darum, dieses Hochkicken zu lernen. Wir versuchen dann einfach immer höher zu kicken, immer höher, immer höher. Irgendwann berühren wir mit unserem Schwungbein die Wand. Da konnte ich schon berühren. Ah, oh. Immer ein bisschen länger, immer ein bisschen mehr Power. Wenn wir es jetzt geschafft haben, mit unserem Fuß die Wand oben zu berühren, dann sind wir auch schon in Minute 3. Wir bewegen unsere Hände ein kleines bisschen weiter weg von der Wand und versuchen wieder mit dem Fuß an die Wand zu kommen. Und jetzt werdet ihr merken, dadurch, dass ihr weiter weg seid, seid ihr, wenn ihr mit dem Fuß die Wand berührt, schon fast in einer Balance. Wenn ihr diesen Punkt spürt, wo ihr eigentlich schon in der Balance seid, dann versucht, anstatt euch direkt wieder zurückzukicken, erstmal diesen Balancepunkt ein bisschen zu halten und dann wieder zurückzukicken. Ihr müsst ihn nicht lange halten, sondern einfach ein bisschen oben warten, bis ihr diesen Sweet Spot gefunden habt. Oh, oh, Sweet Spot. Oh, ja, 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 da, ah. Geil. Wenn das jetzt gut geklappt hat, versuchen wir, anstatt die Wand zu benutzen, jetzt mehr unsere Finger zu benutzen, um den Druck in die andere Richtung nach hinten zu gewinnen. Ich kann immer noch helfen mit meinem Fuß, aber ich versuche, mit den Fingern den meisten Druck auszuüben. So, liebe Freunde, Minute 3 ist rum. Jetzt wird's ernst. Wir verlassen nämlich die Wand und suchen uns einen freien Spot in unserem Haus, wo wir den Handstand üben können. Wenn du merkst, dass es dir zu wackelig ist oder dass du die Wand auf jeden Fall noch brauchst, geh einfach nochmal einen Schritt zurück, üb diesen Schritt und komm wieder zurück, wenn du dir sicher bist, dass du dich hier halten kannst. Ich zeige dir noch einen kleinen Trick, was du machen kannst, wenn du überkippst, wenn du dich abkickst und du bist hier oben und du merkst, ah, ich kipp über. Eine Hand wegnehmen und drehen. Das geht in beide Richtungen. Mach das auf gar keinen Fall mit Absicht, weil wir wollen ja uns nicht antrainieren, überzukippen, sondern wir wollen eher antrainieren, diesen Sweet Spot zu halten, wo wir in perfekter Balance sind. Wenn man Angst vor einer bestimmten Übung hat, kann man sich auch echt einfach eine Matratze hinlegen. Dann hat man auch keine Angst vor dem Fallen und das erleichtert wirklich alles. Das macht es um so vieles einfacher, einfach weil man im Kopf ein bisschen freier ist. Ich spreche da aus eigener Erfahrung. Oh, Sweet Spot. Ich drücke mit meinen Fingern dagegen, um nicht überzukippen und versuche aber ganz kurz diesen Sweet Spot zumindest wahrzunehmen. Oh, 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 oh. Oh! Ah! Yeah! Opa! Ich habe einen Handstand geschafft. Was hast du geschafft? Ein Handstand. Ein Handstand? Ja. Ihr habt jetzt schon fast den vollständigen Handstand gelernt. Jetzt geht es nur noch darum, den Handstand wirklich gerade zu machen. Dazu müssen wir unsere Füße ausstrecken und trotzdem diesen Balancepunkt halten und gleichzeitig noch unsere Schultern am besten ausstrecken. Wir gehen hoch, finden unseren Balancepunkt und gleichzeitig eine Handstandliegestütze zu machen. Nein, natürlich nicht, das war einfach schlecht. Dann versuchen wir, unsere Füße auszustrecken und unsere Schultern hier durchzudrücken. Schon haben wir einen perfekten Handstand hinbekommen. Top! Und da haben wir es, meine Freunde. Wir haben einen fucking Handstand gelernt innerhalb von 5 Minuten. Ich bin sehr stolz auf euch. Wenn euch irgendein Schritt zu schwer war, einfach zum Schritt davor gehen und so lange üben, bis ihr da keine Probleme mehr habt. Und dann, wenn ihr euch sicher fühlt, einfach zum darauffolgenden Schritt gehen. Man muss das Ganze natürlich nicht als 5-Minuten-Tutorial sehen, sondern es ist eher ein 5-Step-Guide,
den ihr befolgen könnt, jeden Tag, um zu schauen, hey, wo ist mein Handstand-Level, wo muss ich dran arbeiten und so einfach langsam den Handstand lernen. Aber ich bin mir sicher, wenn ihr langsam die Schritte nacheinander übt, dass ihr schon bald einen Handstand könnt. Und schreibt es mal in die Kommentare, vielleicht habt ihr ja sogar echt durch dieses Video direkt einen Handstand geschafft. Wäre auf jeden Fall insane geil. Wenn ihr noch irgendwelche Fragen habt, wenn euch irgendwas nicht klar ist, wenn ich irgendwas ausgelassen habe, fragt mich gerne in den Kommentaren. Ich werde da aktiv sein und fleißig beantworten. In diesem Sinne, cool, dass ihr mitgemacht habt. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.